Herzlich willkommen zur Prozess- und Kommunikationsmodellierung. Erstes Stimmungsbild, letzte Reihe. Bin ich vernehmbar? Passt, wunderbar, dann spare ich mir dieses Headset, weil das ist irgendwie nicht mein Freund. Genau, ich sage Prozess- und Kommunikationsmodellierung. Heute ist Vorbesprechung, bitte nämlich für die Vorlesung sowie auch für die Übung. Wir werden heute das ganze organisatorische durchgehen. Welche Termine kommen auf euch zu? Welche Abgaben sind notwendig? Wie könnt ihr mit uns in Kontakt treten? Was ist überhaupt das Lehrziel der Veranstaltung? Und wie der generelle Ablauf sowohl in der Vorlesung als auch in der Übung aussieht. Der nächste Inhaltstermin ist der nächste Woche. Jetzt wird dann der Stefan Oppel übernehmen. Das heißt, alles was Organisatorisches betrifft, sofort dann bitte melden, weil es dann auch, und da kommt er später noch dazu, für den nächsten Inhaltstermin auch schon etwas vorzubereiten gilt. Und da sollte dann auch alles klar sein, was zu tun ist und wie man also die notwendigen Ressourcen kann. Genau, ich habe jetzt aus dem Syllabus herauskopiert. Was geht es denn eigentlich in Belgien? Da gibt es schon die erste Frage, ja, bitte. Zur Zuteilung. Und zwar soll ich am Mail schreiben oder gibt es eine Liste? Wer hat jetzt noch keine Zuteilung? Das betrifft jetzt sicher die Übung, nehme ich es mal an? Nein, beides. Beides. Passt, das ist bei beidem kein Problem, das zu machen. Die Zuteilung machen wir dann bitte einfach vorkommen, auf die Listen dazu tragen. Und dann betrauen wir einfach einen Kurs ein, dann passt es. Es gibt dann auch noch terminlich für diesen Sonderkurs, den wir da gemacht haben, um was zu regeln, da kommen wir dann aber später dazu. Aber einfach anmelden und dann ist das kein Thema. Gut, wie gesagt, aus dem Syllabus rausgenommen, auch in der Formulierung, nur eins vorweg, alles was wir da heute besprechen, befindet sich zusammengefasst in dem Syllabus-Dokument, das sowohl im Kurs als auch in der Lernplattform, die wir am 10.1 setzen, zu finden ist, dass man kann das sowohl in den Folien als auch in einer Fließtext-Darstellung das Ganze, was ich da als Ton mir gebe, noch einmal in einer anderen Darstellungsweise nachlesen. Grundsätzlich, weil diese zusammengefasst, um was es hier geht, ist, wir beschäftigen uns im Prozess- und Kommunikationsmodellierung, wie der Name schon sagt, mit Abläufen, Kommunikationsvorgängen oder irgendwelchen anderen Sequenzflüssen sozusagen im organisationalen Kontext. Wir schauen uns an, wie kann man sowas erheben, verstehen, wie kann man sowas dokumentieren, auch gestalten, darstellen in einem Modell, ja, und wie kann ich für gewisse Aufgaben, für gewisse Kontexte auch die richtige oder eine geeignete Repräsentationsform wählen. Also wie kann ich eben diese Geschäftsprozesse, diese Abläufe in Organisationen auch entsprechend abbilden, um mit dem dann in weiterer Folge auf die eine Art oder Weise arbeiten zu können. Das heißt, man soll da zumindest mit einem gewissen Verständnis hinausgehen, was ist ein Modell, was ist ein Prozess, und dann sich fragen, was ist ein Prozessmodell und auf was muss ich bei dieser Abbildung solcher Prozesse achten, was gibt es da für Eigenschaften, was die Visualisierung betrifft, oder wie kann ich mich denn überhaupt an die Gestaltung solcher Prozesse und Abläufe heranwagen. Was dann hier betrifft, auch die Modelle in den Einsatz bringen. Wichtig ist, es kann sein, dass es auf ersten Blick der terminliche Ablauf etwas verwirrend anscheint, wenn man in den Syllabus reinschaut, dass das durch ist. Ich hoffe, meine tolle Grafik, über die wir das gestellt haben, erklärt das jetzt ein bisschen. Es ist so, dass die zeitliche Abfolge von Vorlesung und Übung, das ist grundsätzlich von den Präsenzterminen, ganz wichtig, von den Präsenzterminen, das hintereinander erfolgt. Ja? Heißt, die sind immer hier, oder? Ja. Die sind immer höher als 18, das ist immer derselbe Zeitslot und es gibt dann irgendwo einen Punkt im Semester, wo dann einfach statt der Vorlesung die Übung hier drinnen stattfindet. Inhaltlich ist das Ganze, oder von den Aufgaben, die es abzuhalten gibt, ist das Ganze aber verzahnt. Ja. Eines sei vorweggenommen, man kann sowohl Vorlesung als auch Übung komplett getrennt voneinander durchführen.
Und das sollte auch kein Problem für den oder diesenjenigen darstellen. Das ist auch da angeschrieben, wer schon die Vorlesung hat, das Übung hat oder umgekehrt, steht das kein Hindernis da. Das ist aber trotzdem für die Leute, die beides machen, stellt sich das Ganze dann wie folgt dar. Genau, wir starten jetzt heute mit der Vorbesprechung für Vorlesung und Übung, aber alles, was jetzt dann darauf folgt, bis zum, was haben wir da, bis zum 2. Mai, das betrifft alles die Vorlesung. Das heißt, da werden wir und der Kollege Oppel da sein, oder vorher der Kollege Oppel, wir den Kollegen Oppel unterstützen, die Vorlesung zu machen, und dann werden wir den Übungsteil durch, oder jetzt den Übungsteil übergehen. Das heißt, wir haben jetzt die Vorlesung inhaltlich in drei Teilbereiche unterteilt. Das erste beschäftigt sich mit den Grundlagen. Ich habe vorher schon gesprochen davon, was ist eigentlich ein Modell, was muss man mit der Darstellung aufpassen, was heißt überhaupt Modellierung und so weiter und so fort, das findet sich da drinnen. Dann werden wir uns im Teilbereich 2 verschiedene Ansätze und auch verschiedene Notationen zur Prozessmodellierung ansehen. Am Beispiel der BPMN, der Business Process Modeling Notation, was derzeit so, oder eigentlich so die letzten Jahre, der quasi Standard in diesem Bereich ist. Wir werden uns aber auch einen anderen Ansatz anschauen, das sogenannte SBPM, die subjektorientierte Prozessmodellierung oder Subject Oriented Business Process Management, wo es vor allem auch um die Kommunikationsabläufe, wie wir vorher schon erwähnt haben, geht in einem Unternehmen. Ein anderer Zugang dazu. Dann werden wir uns auch im dritten Teilbereich uns anschauen, die sogenannte Ausführung. Eine Ausführung mit dem Begriff, der ist mir sehr zuwider, hat sich aber leider da so eingeprägt, weil was kann man sich denn unter Ausführung eigentlich vorstellen? Ne? Man kann mit einem Prozessmodell natürlich schon mit dem Modell an sich arbeiten, das heißt, das ist ein Kommunikationswerkzeug. Ich kann mir jetzt einen Prozess zusammendenken, den modellieren wir dann in BPMN zum Beispiel, ich kann mir mit der Claudia austauschen, ob sie das auch so sieht, ob man das irgendwie effizienter gestalten kann. Oder man kann dann eigentlich nur veröffentlichen und sagen, so handhaben wir zum Beispiel die Kursanmeldung. Man kann dann aber auch in weiterer Folge, wenn man diese Rahmenbedingungen oder Restriktionen beachtet, ein Modell, wie man da so schön sagt, zur Ausführung bringen. Das heißt eigentlich, ich generiere mir aus einem, zumindest einem Teil des Modells, ein Informationssystem, was mir eben beispielsweise die Kursanmeldung unterstützt. Oder umsetzt, ja, basierend auf dem. Das heißt, man geht dann den Schritt weiter und geht dann somit auch schon in die Umsetzung. Und da kommen natürlich so Sachen mit rein, wenn ich das schon IT-gestützt umsetzen kann, dann kommen wir natürlich auch immer oft in den Bereich der des Controllings oder der KPIs, der Key Performance Indicators, irgendwelche Kennzahlen. Kann ich den messen, ist wirklich unser toller Anmeldeprozess so effektiv oder effizient, wie wir uns das gedacht haben, oder gibt es da vielleicht irgendwelche Bereiche in dem Prozess, wo ich noch besser möchte. Und das ist dann eben der letzte und abschließende Teilbereich. Und dann beginnt dann eigentlich somit schon die Präsenzphase der Übung eine Woche drauf. Wichtig ist jetzt, da beginnt die Präsenzphase. Inhaltlich teilt sich dann auch die Übung in zwei Teile. In der ersten Phase, die eigentlich ab heute startet, ist so, dass es kleinere Übungsaufgaben zu den Vorlesungsinhalten wöchentlich auszuarbeiten gilt und diese immer auch abzugeben sind und das ein Teil der Note ist. Das ist inhaltlich mit den Inhalten der Vorlesung abgestimmt, also zu den Teilbereichen gibt es dann auch die jeweiligen Übungsaufgaben. Im Syllabus steht drin, es ist beanraumt so ungefähr im Aufwand von 1 bis 2 Stunden. Also wirklich nur eine Auffrischung der Vorlesungsinhalte, dass man da ein bisschen weiter das vertiefen kann und man das dann abgibt. Und dann gehen wir eben mit 9. Mai in die Phase 2 der Übung, wo wir dann euch mit der Präsenztermin auch weiter inhaltlich begleiten. Und da wird es dann darum gehen, dass wir eben ein Prozessmodellierungs- oder Prozessdesign-Projekt wirklich mal umsetzen, das mal ausprobieren mit dem, was wir gelernt haben, angefangen von der Erhebung und Aushandlung. Was sind denn eigentlich meine Anforderungen an diesen neuen Prozess oder an den Prozess, den ich in meinem Unternehmen unbedingt umsetzen will? Zum Beispiel, wir wollen jetzt einen
schnelleren MVA-Anmeldeprozess umsetzen. Was sind denn da die Anforderungen? Was muss man zum Beispiel rechtlich gegeben sein? Aber wir werden natürlich was anderes machen, zum Beispiel, aber das können wir so genannt. Wie kann ich das jetzt eigentlich abbilden? Und wie kann ich dann einmal eine erste Art und Weise so einen sogenannten Process-Prototype erstellen, wo man sich dann mal vielleicht auch dynamisch in Richtung IT-Unterstützung denken, sich das dann anschauen kann, wie wird denn sowas überhaupt ablaufen? Ja? Und das gilt es dann auch sozusagen als kleines Projekt abzugeben. Und am 27. Juni gibt es dann hierzu auch das Abgabegespräch. Wer jetzt an dieser tollen grafischen Aufbereitung, die man da sieht auf der Folie, keine Freude hat, gibt es das nochmal in langweilig. Das sind aber dieselben Inhalte. Da nochmal die Übung und da nochmal die Vorlesung. Was da jetzt nicht drin eingezeichnet ist, sind die Abgaben für die Übungen, die sind dann drinnen, beziehungsweise wird auch alles entsprechend in unserer Lernplattform bereitgestellt, auf die werden wir dann noch später eingehen. Das haben wir ja schon. Wir haben seit 2 Jahren, viermal Daumen, unsere eigene Lernplattform im Einsatz, auch für die größeren Lehrveranstaltungen wie PKM und CE. Das heißt, das Ding funktioniert eigentlich ganz gut und unterstützt uns sowohl bei der Bereitstellung der Ressourcen, Kommunikation mit den Studierenden, wenn es solche Anfragen gibt, auch untereinander kannst du das nutzen und eben mit diesem Punkt der Abgaben. Jetzt schauen wir uns das mal an, wie das Ganze funktioniert. Das setzen wir uns mal schnell hin. Das Ganze ist unter folgendem Link erreichbar, nämlich unter learn.ce.jq.at. Alle Leute, die bereits eine Zuteilung haben und der Rest wird dann im Laufe des Tages nachgetragen werden, hat dort bereits schon automatisiert einen Account angelegt. Und es ist so, dass der Username, so wie beim Kurs ist, die K-Matrikelnummer, bitte die 8-stellige für die älteren Semester unter uns. Und das Passwort, das ist auch wichtig, auf der ersten, beim erstmaligen Login noch nicht vergeben wurde. Das geht? Ja, das geht einigermaßen. Und da gibt es nämlich hier dann rechts unten dieses Passwort vergessen. Das heißt, da kann man draufklicken und ich werde dann ersucht, nur hier bitte doch meine E-Mail-Adresse anzugeben. Und ganz wichtig hier, wenn man das Passwort sich zuschicken lassen möchte, ist jene E-Mail-Adresse einzutragen, die auch im Kurs hinterlegt ist. Weil das wird nämlich auch geprüft. Wenn die E-Mail-Adresse nicht übereinstimmt, dann kriege ich logischerweise das Passwort dann nicht zugeschickt. Heißt, jene E-Mail-Adresse, wo sie die ganzen Kursnotifikationen kriegt und so weiter und so fort, die hier einzugeben und dann bekommt man auf die E-Mail-Adresse auch eine Anleitung, wie das Passwort denn rückzusetzen sei oder beim erstmaligen Login überhaupt mal zu setzen ist. Wenn man das dann gemacht hat, kann man sich dann hier einloggen und man kommt dann auf diese Ansicht. Grundsätzlich unterteilen wir das in sogenannte Workspaces und in unserem Fall ist ein Workspace nichts anderes als ein Kurs, sprich PKM. Was ihr dann vorfinden werdet, ist ein Zugang zu PKM-Übungs-Workspace und einen zur Vorlesung. Schauen wir in die Vorlesung rein und dann ganz normal mit Linksklick kann ich da rein navigieren. Aus Studierendensicht habe ich dann hier 3 Bereiche. Also einer ist mal dieser Übersichtsbereich. Ich kann hier für den Kurs mir sozusagen ein kleines Notizblock, eine To-Do-Verwaltung schreiben, was habe ich jetzt noch offen für den Kurs und mir das sozusagen über Post anheften. Ich muss jetzt noch die Hausübung machen oder was auch immer. Spannend wird es dann vor allem hier bei dem Buch im Ressourcenbereich. Hier sind alle Dokumente, Zusatzlinks, Folien und ganz wichtig Videos zu finden, die wir bereitstellen. Sind die Videos auch in der Übung da dabei? Nein. Also wir werden das so machen, dass das natürlich der Inhalt getrennt ist. Es sollte so sein, und wenn es nicht so ist, werde ich mich darum kümmern, dass auch jene Leute, die nur in der Übung drin sind, Zugriff zur Folie haben.
Das heißt, das ist da schon so, das ist auch gedacht. Ich muss jetzt nochmal kontrollieren, ob es wirklich so eingelegt ist. Ich würde es ganz umgehen auf die dann ist das notiert, ist aber geplant, das kriegt es auf alle Fälle. Und da ist es aber schon so umgeteilt, dass die Sachen, die wir in der Übung machen, in den Übungsworkspace kommen und die in der Vorlesung. Weil grundsätzlich sollte jeder auf alles den Zugriff haben. Genau. Wir unterscheiden da grundsätzlich mal drei wichtige Bereiche. Das sind die Dokumente, die Ressourcen und die Videos. Hinter den Videos, weil es jetzt nicht in der obersten Detailstufe der durchgemeint ist, eine Lernplattform, findet sich beispielsweise vom Kollegen Oppel schon ein Video, wo er die Lernplattform vorstellt, wo es wirklich auch detailliert die ganzen Features vorgestellt wird. So, ich darf eine kurze Einführung in die Lernplattform geben. Unsere Lernplattform ist erreichbar unter learn.ce.jku.at. Danke, Stefan, ist die Uni wieder ich. Geht dann heute über 18 Minuten wirklich sehr ins Detail. Lohnt sich durchaus da mal reinzuschauen, weil man da natürlich, wie die Interaktionen, wie die Kommunikationen untereinander durchgeführt werden kann, da ganz nette Insights sind, die ich jetzt in der Detailstufe nicht bringen werde. Ja. Dokumente werden dann interaktive Dokumente sein, die dann da reinkommen, die ich zum Beispiel in der Lernplattform dann annotieren kann. Ich kann mir dann auch was unterstreichen, ich kann dann auch was bearbeiten, ich kann mir Notizen dazu machen. Und das ist im Prinzip eine interaktive Variante, die dann da reingepflegt wird, immer zu den jeweiligen Terminen des Skriptums, was hier als PDF hinterlegt ist, auch wieder nach den Themenbereichen getrennt. Und hier zum Download bereit. Da ist auch schon wie erwähnt der Syllabus drinnen. Es werden dann hier auch die Folien bereitgestellt, die wir hier jetzt gerade vorstellen und so weiter und so fort. Die finden sich alle da drinnen. Beziehungsweise hier werden dann auch immer zum Beispiel die Vorlesungsaufzeichnung von heute oder von jetzt gerade eben, wird dann auch hier bereitgestellt und abrufbar sein, dass man immer noch nachschauen kann, falls irgendwas unklar ist. Auch hier bei den Videos, wenn man sagt, einfach mal klick drauf, im Endeffekt ist eine Einbettung von YouTube, kann man sich die entsprechenden Videos ansehen und man hat noch zusätzlich, das sieht man da unten, die Möglichkeit, hier bestimmt zu einer bestimmten Zeitmarke, also bei 5.30 Uhr, das habe ich jetzt nicht verstanden, habe hier die Möglichkeit, eine Annotation anzulegen und kann sagen, irgendwie Konzept der Modellmerkmale ist jetzt mir unklar und kann sagen, es ist eine Frage und drücke auf Hinzufügen und das sehen dann wir und können dann im Folgetermin oder vielleicht auch interaktiv über die Plattform dann darauf eingehen und diese offenen Fragen gezielt beantworten. Das, soweit mal zu der Bereitstellung der Inhalte. Und ein weiterer wichtiger Punkt ist dann hier im Abgabenbereich zu finden. Hier wird dann eine Liste auch explizit drinstehen, was ist in welchem Format zu liefern, was ist die Deadline und im Endeffekt ist es einfach ein Upload einer Datei, über das wir unsere ganzen Abgaben in der Übung handhaben werden. Haben wir dann in der Folie noch, wie das dann genau aussieht. Der dritte große Bereich ist dieser Interaktionsbereich, den es auch pro Workspace gibt, wie man sieht. Es gibt einmal links oben diesen Public-Bereich, der wird hauptsächlich von uns genutzt, um irgendwelche Ankündigungen zu machen, die alle betreffen. Das heißt, Abgabegespräche finden im Raum so und so statt. Oder hier ein interessanter Link für alle für die nächste Übung oder was auch immer, was einfach Ankündigungen, die alle betreffen. Wir haben aber zusätzlich die Möglichkeit, über hier dieses Plus-Symbol eigene Interaktionen zu erstellen. Wichtig ist, dass man nicht auf geschlossen klickt und wenn man es nicht möchte, das alles sehen, hier auch das öffentlich, unangehakt zu lassen. Und ich habe dann hier, das kann nämlich bitte, kann jeder von euch auch machen, das heißt, ich kann mich untereinander abstimmen oder wenn es Fragen gibt an uns, die ihr vielleicht jetzt nicht mit allen teilen möchtet, dann könnt ihr uns da in eine bestimmte Interaktion einladen, zum Beispiel Fragen zur
ersten Hausübung, keine Ahnung. Und hier über diese Teilnehmerliste kann ich dann hier die Interaktionsteilnehmer bearbeiten. Wir stehen da als FA-Leiter drauf, beziehungsweise sind alle Teilnehmer der Vorlesung und Übung hier schon eingetragen. Wenn ich jetzt zum Beispiel die Claudia fragen will, wie ist eigentlich dieses Video auf die Lernplattform stellen kann nach der Vorlesung, kann ich sie da hinzufügen und wie man es in einem Forum kennt, wie geht das eigentlich hier, die Claudia fragen und sie bekommt dann auch eine E-Mail-Notifizierung, dass sie der Grenzschule nicht auskennt. So ist mal wirklich mal nur ein grober Überblick über die Lernplattform. Sie kann mehr, das dann bitte im Video nachzusehen. Mit dem, was da hier gezeigt wurde, kommt man grundsätzlich mal aus. Man kann sich die Sachen, die Ressourcen ein wenig runterladen und auf die Abgaben schauen wir uns das dann näher noch an. Genau, soweit generelle Fragen, sonst würde ich mal im Detail noch auf die Vorlesung eingehen. Gut. Wie ich schon gehört habe, dieses Flipped Classroom-Konzept ist jetzt nicht unbedingt ein Alleinstellungsmerkmal mehr von uns. Das gibt es schon öfter. Trotzdem zur Wiederholung. Die Vorlesung wird im sogenannten Flipped Classroom-Konzept abgehalten. Und das sieht so aus, und das ist bitte wichtig, dass eine Vorbereitung, wie der Name schon sagt, vor dem eigentlichen Vorlesungstermin notwendig ist, um auch mit dem Termin dann sinnvoll mitarbeiten zu können. Es ist so, dass es nämlich hauptsächlich über die Videos, die dann vom Stefan Oppel zu den jeweiligen Themenbereichen bereitgestellt werden oder auch zu dem Skriptum, hier eine Vorbereitung durchzuführen ist. Das heißt, ich schaue mir das Video an, was geht es denn da überhaupt, was erzählt denn da der Stefan Oppel, was steht denn in dem jeweiligen Skriptkapitel drinnen, mich sicher mit dem Thema vertraut zu machen und nämlich dann das in der auffolgenden Präsenz mit der Vorlesung, das im Rahmen interaktiver Aufgaben vertiefen zu können, beziehungsweise dann vor Ort auch dann direkt, wenn zu diesem Themenbereich etwas unklar ist, den Lehrveranstaltungsleiter oder die Lehrveranstaltungsleiterin zu fragen, nämlich wo ist in der Vorbereitung, wenn es unklar, können wir das bitte im Detail besprechen und eben hier diese Vorbereitung vor der Präsenz damit durchzuführen, dass es nicht eine Nachbereitung ist, sondern man kann dann wirklich Probleme direkt in der Präsenzphase, im Präsenztermin ansprechen. Deshalb ist es eben so wichtig, dass man sich auch wirklich die Zeit nimmt und die Videos oder die Unterlagen sich vorab ansieht, weil das Ganze, wenn überhaupt, im Präsenztermin nur sehr, sehr kurz wiederholt wird, weil davon ausgegangen wird, dass die Grundlagen zu Hause sich angeeignet wurden und dann wirklich innerhalb der Vorlesungstermine aktiv schon mit dem Wissen gearbeitet oder dieses vertieft wird. Genau. Grundsätzlich ist es aber so, das ist jetzt noch ein Punkt, den ich erwähnen muss oder erwähnen soll. Ich spreche jetzt hier immer von Präsenztermin, sowohl in der Vorlesung als auch in der Übung. Grundsätzlich gilt, es ist keine Anwesenheitspflicht. Ja? Also es ist keiner von euch gezwungen, hier zu erscheinen. Es ist nur jeder oder jeder sehr nahegelegt, das zu tun. Genau, um den Formalitäten Genüge zu tun, hier nochmal sehr detailliert aufgeschlüsselt, wie kommt denn eigentlich die Notengebung und die Beurteilung in der Vorlesung zustande? Der Hauptpunkt, oder eigentlich der Kernstück der Beurteilung, ist eine schriftliche Abschlussprüfung, nämlich eine Klausur. Und da möchte ich jetzt nochmal eigentlich ganz kurz zurückgehen. Wir haben da links am 16. Mai um 5 Uhr Klausurtermin 1 und am 20. Juni auch wieder am 5. Mai Klausurtermin 2. Das heißt jetzt bitte nicht, dass das jetzt zwei Teilklausuren sind, sondern das sind einfach komplett unabhängige Klausurtermine. Ihr könnt euch dann auch aussuchen, zu welchem Termin euch besser passt. Wichtig ist, pro Klausurantritt wird ein Schein ausgestellt, egal was für Noten rauskommt. Ja? Aber hier trotzdem eine gewisse Wahlfreiheit oder auch zwei Möglichkeiten mit dem Semester. Genau. Es ist aber so,
dass ich mir im Laufe des Semesters in der Vorlesung, nämlich in den Präsenztermin der Vorlesung, sind wir gefragt? Passt. Während der Präsenzphasen eben durch die aktive Mitarbeit bei diesen interaktiven Aufgaben mir Bonuspunkte holen kann, das heißt, wenn ich mir die Videos angeschaut habe, da in der Vorlesung mit tue bei den Aufgaben und ganz wichtig, diese dann auch am Ende des Termins abgebe, dann wird das angeschaut und ich kann mir Bonuspunkte mitnehmen, nämlich bis zu 33% für den jeweiligen Themenbereich, der dann bei der schriftlichen Prüfung zu den Fragen des Themenbereichs dazu gerechnet wird. Das heißt, ich kann mir da die Note entsprechend verbessern. Wichtig ist aber auch das, es ist die Bonuspunkte pro Themenbereich und ich kann nicht bei einem Themenbereich, zum Beispiel weil es so super war, da ist 120% der Punkte haben und das hilft mir dann in den anderen Teilen das nicht. Ich kann pro Themenbereich nur 100% erreichen. Können die Bonuspunkte eine negative Note wieder gut machen? Das geht auch. Ja. Also das ist wirklich so, wir werden dann, es werden sich diese drei Themenbereiche auch in dieser Form in der Klausur wiederfinden. Und die Punkte, die man aus der Vorlesung, aus dem Präsenzphasen mitnimmt, werden einfach zu den erreichten Punkten bei der Frage zugerechnet. Und die Summe am Schluss ergibt dann den Gesamtpunkt, der soll basierend auf die Note berechnet wird. Gut, so wird es zur Vorlesung. Bei der Übung jetzt nochmal wiederholt, ja, es gibt zwei Phasen. Die erste Phase ist jetzt begleitend zur Vorlesung, eben mit diesen wöchentlichen, ich nenne es jetzt einmal Hausaufgaben. Ja. Die sind in Abstimmung, in inhaltlicher Abstimmung mit den Vorlesungsinhalten. Insgesamt sind es 6 Übungsaufgaben, die da gemacht werden, pro Inhaltstermin eine Aufgabe. Und ich habe eine Woche Bearbeitungszeit lang. Wie gesagt, im Syllabus steht drin, im Umfang von 1-2 Stunden ist damit zu rechnen. Die zweite Phase ist, wie wir schon ehrlich besprochen haben vorher, die Projektarbeit. Das wird in Form einer Gruppenarbeit, in einer paarweisen Ausarbeitung vonstatten gehen. Wie dann diese Gruppeneinteilung zustande kommt, das werden wir dann noch rechtzeitig bekannt geben. Also jetzt kann ich nicht in Panik verfallen. Unsere die Gruppenpartner suchen, das ja auch noch bald genug bekannt geben. Ja? Und begleitend zu diesem Projekt gibt es natürlich immer die entsprechenden Präsenztermine, wo wir die notwendigen Inhalte, sei es jetzt zur Anforderungserhebung, zur Darstellung, auch zu diesem Process Prototyping hier in der Übung nochmal durchgehen werden. So, die zweite wichtige Frage, wie kommt jetzt eigentlich die Beurteilung der die Notengebung der Übung zustande? Und da werden eben zum einen einmal die Ergebnisse der Phase 1, sprich diese 6 Übungsaufgaben, plus die Ergebnisse dieses einen Projektes zusammengezählt. Und das ergibt dann am Ende vom Semester meine Note, mit der ich da rausgehe. Wichtig ist es, die Übungsaufgaben sind in Einzelarbeit zu erarbeiten. Und wir werden das auch entsprechend kontrollieren. Von diesen 6 Hausübungen oder von diesen Übungsaufgaben müssen, und das ist auch ein Knockout-Kriterium, es müssen 5 abgegeben werden. Also das ist auch, wenn ich jetzt 4 abgebe, dann vermühe ich das auch eine positive Notengeber. Ich muss 5 abgeben. Und von diesen abgegebenen werden pro Teilnehmer oder pro Teilnehmerin zufällig 3 Abgaben ausgewählt und diese dann detailliert kontrolliert und die dann zur Punktevergabe für die erste Phase herangezogen. Erfahren wir, welche 3 das beurteilt werden? Was dann beurteilt ist, ja. Wir werden dann, also wir wissen selber, da hat der Stefan ein super Bestbild geschrieben, was da diese Stichprobe rauszieht. Und wir kontrollieren das dann
und am Ende vom Tag wird natürlich transparent dargelegt, welche Aufgaben wurden angesehen, wie wurden diese benotet und wie ergibt sich somit für die eine Phase die Gesamtpunktanzahl. Noch eine weitere Beurteilung von den anderen Aufgaben beantragen, wenn man der Meinung ist, dass das den Schnitt bringen könnte? Ja. Also da ist das ist dann die Eigenverantwortung. Ich kann natürlich, was da implizit ist, vielleicht ein bisschen gammeln. Ja. Dann sage ich, ich mache jetzt drei ganz toll und der Rest eher so mehr und hoffe, dass halt die drei gezogen werden. Das ist halt ein Risiko, aber das, was der Zufallsgenerator sagt, wird angeschaut, ob das beide sind. Genau, und dann gibt es eben am Ende vom Semester die Abgabe dieses Projekts, was dann auch wieder angesehen wird, wo wir dann auch das Abgabegespräch haben, wo wir das dann detailliert durchbesprechen und hier müssen wir auch nochmal Punkte vergeben. Und das Ganze wird dann wie folgt gewichtet: die Gesamtnote setzt sich aus 40% der Jungsaufgaben zusammen und 60% dieses Projekt. Wobei ganz wichtig ist, für eine positive Absolvierung müssen beide Teile positiv beurteilt sein. Das heißt, ich brauche bei beiden Teilen mindestens 50% der Punkte und wichtig, ich muss, auch wenn nur drei angesehen werden, ich muss mindestens 5 Übungen abgeben. Die Übungen müssen nicht einen bestimmten Prozentsatz haben, dass alles abgegeben bewertet werden. Dann soll der Lehrer angeben und ich bitte das. Ja, also ist auch ein durchaus praktizierter Ansatz. Wie es zielführend das ist, ist halt eine Vorstellung. Aber ja, grundsätzlich ist das möglich. Wir schauen uns aber an, von den drei gezogenen, da müssen die 50% erreicht sein. Aber ist kein Knockout-Kriterium. So. Jetzt kommen wir zu diesem Abgabenbereich. Alle Abgaben, egal, ist jetzt die Übungsgeschichte von der ersten Phase oder das Projekt, sind bitte ausschließlich über die Lernplattform abzugeben. Nicht als E-Mail oder irgendwas, sondern rein hier und den Upload. Und das Ganze sieht so aus, es wird dann hier, wie hier sieht, das ist vor einem Jahr aus, da haben wir noch ein bisschen mehr Abgaben gehabt, das so aussehen, ich habe dann Aufgabe Themenbereich 1, dann ein entsprechendes Feld, wo ich einmal draufklicken kann, da wird mir dann eben dieser Dialog, dieser Teilauswahl-Dialog bereitgestellt, so das PDF oder was auch immer würde ich hochladen und dann gilt es als abgegeben. Ich habe hier noch die Möglichkeit, ich sehe, weil es erfolgreich abgegeben wurde, den Dateinamen, die Uhrzeit der Abgabe und habe hier dann nochmal die Möglichkeit, es mir in dem Rechtsprogramm runterzuladen, ob ich das Richtige raufgeladen. Und ich kann es eigentlich noch bis zur Frist jederzeit wieder rauslöschen und erneut uploaden. Und da ist auch eine harte Deadline automatisiert hinterlegt, dass dann da die Deadline abläuft, ist auch kein Upload mehr möglich. Gut, dann wäre es vom Organisatorischen grundsätzlich einmal durch. Gibt es noch irgendwelche Fragen? Variiert. Die Videos dauern im Durchschnitt 30 Minuten. Genau. Genau. Also 2 Stunden jetzt bei den 4 ja. Themenbereichen. Kann man einrechnen, ja. Jetzt eine Frage vor bei der Grafik. Entschuldigung. Geklärt oder ist noch? Wie gesagt, es sind die Videos drin, es sind auch zusätzlich die Skripten drinnen und es wird natürlich ein bisschen von Themenbereich zu Themenbereich. Variieren, aber jetzt wie Claudia gesagt hat, hier kann man mit ungefähr 30 Minuten Schritte pro Video rechnen. Ja. Und die Videos decken dann auch die Skripte? Ja. Ja. Also, genau. Genau, also es ist so, dass in den Videos der Stefan eben die Inhalte, die in diesem Teilbereich des Skripts drin sind, erklärt, vorträgt, Beispiele dazu gibt, auch interaktiv was illustriert. Und hier eben die Teilbereiche präsentiert werden. Wie es normalerweise vielleicht in einer Vorlesung der Fall ist, nur eben hier auf Video
Und eben deswegen auf Flipped Classroom, das, was in der Vorlesung mal passiert, machen wir jetzt daheim und machen dafür den interaktiven Teil in den Übersetzungen. Die erste Übung ist bis zur nächsten Woche. Genau, also ganz wichtig, das haben wir jetzt schon auf der richtigen Folie für die Frage. Die To-Dos bis zur nächsten Woche ist jetzt rein die Vorbereitung hinsichtlich, ich schaue mir die Videos an und schaue, wo er in die Plattform reinkommt. Die erste Übungsaufgabe wird erst nächste Woche ausgegeben und spricht dann in 2 Wochen abzugeben sein. Genau. Nur zu dem, die Bonuspunkte kann man sich dann bedienen, wenn man quasi anwesend ist und den interaktiven Bereich mit dokumentiert und dann noch gewohnt interviewt. Genau, also es werden dann, wie gesagt, in den Vorlesungsterminen verschiedene interaktive Aufgaben, sei es jetzt alleine oder auch in Gruppen, ausgearbeitet werden. Wir sind dann meistens zu zweit oder vielleicht zu dritt anwesend, können das dann entsprechend betreuen, für Fragen da sein, Sachen diskutieren. Und die Sachen, die dann eben in diesen Übungsaufgaben auszuarbeiten sind, werden dann abgegeben und die werden dann herangezogen, diese Abgaben, als Berechnung oder für die Berechnung dieser Bonuspunkte. Aber es ist keine Anwesenheitspflicht. Das heißt, wenn ich jetzt einmal diese Videos nicht anschauen kann, weil ich beruflich verhindert bin und auch zu Präsenztermin nicht da bin, kriege ich jetzt keine Negativpunkte. Ich kann mir halt einfach für die Klausur die Bonuspunkte nicht mitnehmen. Und ganz wichtig ist bitte, ich kann auch mit 0 Bonuspunkten ein sehr gutes 100% haben. Das ist rein, ich kann mir die Note aufbessern, aber wenn ich das nicht mache, dann von der Notengebung her verschlechtert es mich nicht, weil ich das zeitlich nicht kann. Also rein, es werden rein die Klausurpunkte zur Benotung herangezogen. Und natürlich erleichtert die Mitarbeit in den Präsenztermin und die Vorbereitung auch das Lernen dann hinten raus. Es soll sich jetzt aber bitte, und deswegen sage ich es explizit, dass keiner, der berufstätig ist oder keiner, die berufstätig ist und nicht kommen kann regelmäßig, da jetzt stark benachteiligt fühlen, weil jetzt sowieso dann nur 3er hinten raus auszuschauen kann, so ist es nicht. Ja. Es ist alles offen, auch wenn ich die Bonuspunkte nicht immer mitnehmen kann. In der Übung ist jetzt klar, es ist sowohl in der Übung als auch in der Vorlesung keine Anwesenheitspflicht. Und das bringt mich jetzt auch zum nächsten Punkt. Es ist ja so, dass wir während Kurzfrist, beziehungsweise ist es dann unter meinem Namen aufgemacht worden, ein Übungstermin am Donnerstag um 8:30 bis 9 am Abend haben. Wer ist denn da anwesend von den Personen, die es betrifft? Nicht einmal so früh von den Leuten zusammengearbeitet haben. Es ist so, dass die Leute, die da angemeldet sind, weil es ist ja dann an uns herangetragen worden, dass wir einen anderen Zeitslot brauchen, weil es eben Überschneidungsproblematik gibt bei 18 Studierenden und wir eben uns einen anderen Timeslot gewählt haben. Es ist aber so, dass die Leute sagen können, die am Donnerstag sind, ich komme am Dienstag, weil es mal besser reinpasst und die Leute überschneiden sowieso noch das zweite Mal haben. Das ist kein Problem. Umgekehrt eher bitte nicht. Ja. Es werden dieselben Inhalte präsentiert. Es ist auch so, dass normalerweise die Vorlesungstermine auch immer als Video bereitgestellt werden. Falls man wer verabsäumt, kann man das dann trotzdem auch noch nachsehen. Genau. Es ist eigentlich grundsätzlich alles mit den PDFs oder den Videos oder den grundsätzlichen Unterlagen, die in der Lernplattform bereitgestellt sind, abgedeckt. Also, wenn weiteres Interesse besteht, spricht natürlich nichts gegen das Buch, aber grundsätzlich sollte alles mit den Unterlagen von uns abgedeckt sein. Die Videos sind die bereits für das ganze Semester online? Nein. Es heißt auf alle Fälle mal für den nächsten Termin sondern es kommt noch zum Beispiel zum Organisationalen gibt es ein eigenes Video zu dem und ich glaube, dass nur alle Videos fertig sind. Die meisten sind schon fertig, es kann sein, dass noch was dazu ist. Immer dann soweit. Also es versäumt keiner was, wieder alles immer rechtzeitig zur Verfügung gestellt.
Gut. Wenn denn alle Fragen geklärt sind, dann würde ich jetzt diesen organisationellen Teil schließen.